Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf den heutigen Tag abschließen mit einem Rückblick auf das EBCC in Glasgow. Diese European Breast Cancer Conference findet alle zwei Jahre im Wechsel mit St. Gallen statt und war eben dieses Jahr vom 19. bis 21. März in Glasgow. Und ich muss gestehen, die eigentlichen Highlights haben mir hier in Glasgow ein bisschen gefehlt. Also diese wirklichen Neuerungen, die sich dann auch im klinischen Alltag nachher zeigen werden. Und so habe ich einfach versucht, so aus allen Ecken ein bisschen zusammenzutragen, was vielleicht spannend sein könnte. Ein chirurgisches Thema, wir haben es heute Morgen schon einmal kurz gehört, das sind immer wieder die Resektatränder. Und diese dänische Arbeitsgruppe hat die tumorfreien Resektatränder und das Lokalrezidiv bei gut 10.000 Frauen die Daten zusammengetragen und analysiert. Es sind Frauen, die zwischen 2000 und 2009 in Dänemark operiert wurden. Alle Altersgruppen wurden vertreten. Sie alle wurden brusterhaltend operiert bei einem unilateralen Frühstadium von Brustkrebs und entsprechend den Guidelines adjuvant nachbehandelt. Mittleres Alter knapp 60 Jahre, zwei Drittel waren nodal negativ, drei Viertel Tumoren unter 2 cm und definitionsgemäß hatten alle eine Radiotherapie erhalten, aber nur 20% einen Boost. Und wenn man das jetzt anschaut, dann waren die Resektatränder in unter 1%, es waren nur 26 Patientinnen, blieben R1, also waren nicht R0 reseziert. Und dann geht es nach oben mit den Resektaträndern. Sie sehen, der größte Anteil war dann doch über 5 mm, 6 bis 10, 36%, über 10 mm, 51%. Und was haben Sie gefunden? Diese R1-Resizierten hatten ein Risiko für ein Lokalrezidiv nach 5 Jahren von 8,9%. Das war statistisch signifikant mit einer Hazard Ratio von 4,32. Hingegen ab 1 mm gibt es eigentlich keine großen Unterschiede mehr bezüglich Lokalrezidivrisiko, weder nach 5 noch nach 9 Jahren. Und ihre Zusammenfassung war, das kumulative Risiko für ein Lokalrezidiv, R0 resiziert, liegt bei ca. 2,4% und Resektatränder über 1 mm vermindern das Risiko für ein Lokalrezidiv nicht oder nicht, was man früher gemeint hat, je mehr umso besser. Oder umgekehrt stützt das ein bisschen das Statement, das Monica Morrow eigentlich immer wieder von sich gibt. Bei den invasiven, und wir sprechen nur von den invasiven Karzinomen, reicht Tumor not on ink, also Tumor nicht am tuschimarkierten Rand des Präparates. Ein onkologisches Thema hat Frau Leubel aus Deutschland vorgestellt. Es geht um die Antwort und die Prognose bei neoadjuvanter Chemotherapie, spezifisch für das lobuläre Mammakarzinom. Lobuläre Mammakarzinome gehen nach Literatur von 5 bis 15% aller Mammakarzinome und sie sind in der Regel assoziiert eher ältere Patientinnen. Es sind in der Regel größere Tumoren, meistens hormonrezeptorpositiv und nicht hochaggressiv. Und sie haben 9 neoadjuvante Studien zusammengetragen mit gut 9000 Patientinnen und eben diese 1051 lobulären Karzinome gefunden. Die neoadjuvante Chemotherapie erfolgte wie üblich mit Anthracyclinen und Taxanen. Und was ja immer ein bisschen das Ansprechen auf eine neoadjuvante Chemotherapie objektiviert, das ist diese PCR-Rate, also die vollständige pathologische Remission. Die lag bei den nicht-lobulären Karzinomen im Gesamtkollektiv bei 17,4% und bei den lobulären über alle Gruppen bei 6,2. Wenn man die jetzt aber ein bisschen auseinander dividiert, dann waren die klassischen lobulären Östrogenrezeptor positiv, G1 bis 2, erreichen die nur eine vollständige, komplette Remission bei 4,2%. Die kleine Gruppe der aggressiven lobulären Karzinome, die es ja gibt, Rezeptor negativ G3,
liegt er wieder bei 17,8% in der Größenordnung der nicht-lobulären Karzinome. Und Sie haben die Mastektomierate angeschaut. Ein Punkt für eine neoadjuvante Chemotherapie besteht ja darin, dass man versucht, den Tumor zu verkleinern und damit Mastektomien zu verhindern, also Patientinnen in ein Stadium zu bringen, dass brusterhaltend operiert werden kann. Und wenn wir hier anschauen, dort wo keine vollständige pathologische Remission erreicht werden konnte, lag die Mastektomierate bei 31% bei den nicht-lobulären und bei immer noch 42% bei den lobulären. Und erstaunlicherweise auch bei denen, bei denen wirklich kein Tumor mehr nachweisbar war, lag bei den lobulären die Mastektomierate trotzdem bei 27%. Und Ihre Zusammenfassung, klassische lobuläre Karzinome erreichen selten eine vollständige pathologische Remission, aber lobuläre Karzinome, auch wenn sie eben nicht vollständig ansprechen, sind bezüglich Überleben signifikant besser als nicht-lobuläre Karzinome, die keine PCR erreichen. Lobuläre Karzinome mit oder ohne PCR haben dasselbe Überleben, währenddessen bei den nicht-lobulären, das ja einen deutlichen Unterschied macht. Und sie werden häufiger mastektomiert, egal wie sie auf die neoadjuvante Chemotherapie angesprochen haben. Und ihr Schlusssatz war eigentlich relativ deutlich, Patientinnen mit einem klassischen lobulären Mammakarzinom profitieren nicht von einer neoadjuvanten Chemotherapie und sollten keine erhalten. Wir sprechen nur von der neoadjuvanten Chemotherapie, es ist keine Aussage über eine allenfalls neoadjuvante antihormonelle Therapie. Diese Arbeit, vorgestellt von Frau Picard aus Belgien, habe ich eigentlich nur hier nur erwähnt, weil sie als wirklich das Highlight dieser Konferenz aufgelistet wurde, weil hier erstmals diese Overall Survival Daten der Bolero 2 Studie veröffentlicht wurden. Es ist allen klar hier im Saal, außer den Onkologen interessiert diese Studie niemanden. Es geht um 724 Patientinnen postmenopausal, rezeptorpositiv, mit einem lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Mammakarzinom, die weitergegangen sind unter einer Therapie mit Arimidex und Femara. Und die wurden randomisiert in Exemestan, also Aramazin, in beiden Gruppen. Die eine Gruppe erhielt Everolimus, die andere Placebo. Was ist Everolimus? Everolimus hemmt den mTOR-Pathway, auch das außer den in der Forschung Tätigen wissen wahrscheinlich die wenigen, worum es geht. Aber man nimmt an, dass dabei das Ansprechen auf eine endokrine Therapie verbessert werden kann. Die Progression-Free-Survival-Daten wurden schon früher veröffentlicht und waren eigentlich erfolgversprechend, weil diese Everolimus-Gruppe signifikant besser ging. Wir sehen aber auch, wir reden von 7,8 versus 3,2 Monate. Und hier nun diese Overall-Survival-Daten bei einem Median-Follow-up von 39 Monaten. Wir sehen, dass im Placebo-Arm 60% der Patientinnen verstorben sind. Im Everolimus-Arm waren es 55%. Und das Overall Survival lag mit 26,6 versus 31 Monate. Das gibt eine Hazard Ratio von 0,89%, was Statistik nicht signifikant ist. Immerhin um den Preis der doch deutlich größeren Nebenwirkungen mit Everolimus. Verlassen wir die Onkologie, gehen wir zur Radiotherapie. Wir haben schon einmal heute gehört, soll man alle triple-negativen Mammakarzinome auch nach Mastektomie bestrahlen. Es geht hier, eine Arbeitsgruppe aus Großbritannien hat eine Meta-Analyse gemacht aus Patientinnen, die zwischen 1964 und 1982 randomisiert wurden in 14 Studien mit einem 43.000 Jahre Follow-up, länger bei den Nodal-Negativen als bei den Hochnodal-Positiven. Sie wurden alle mastektomiert und Axilla dissoziiert und eben randomisiert mit oder ohne Radiotherapie. Und ihre Daten zeigen, was eigentlich allgemein bekannt ist, die nodal-negativen Patientinnen haben von einer Radiotherapie nicht profitiert. Die Patientinnen mit 4 positiven Lymphknoten oder mehr
haben nach 10 Jahren einen signifikanten Benefit und auch die Brustkrebsmortalität nach 20 Jahren war deutlich besser. Und die immer umstrittenen Punkte sind ja die Patientinnen mit 1 bis 3 positiven Lymphknoten, das waren 1314 Patientinnen. Und auch bei denen zeigt sich in dieser Meta-Analyse ein signifikanter Benefit für die Radiotherapie, sowohl bezüglich Lokalrezidiv, das ist ja noch anzunehmen, aber auch bezüglich die Metastasierung und auch hier wiederum bezüglich Brustkrebssterblichkeit nach 20 Jahren. Sie haben das noch aufgeschlüsselt, ob es einen Unterschied macht, 1, 2 oder 3 positive Lymphknoten, es ist eigentlich für alle Gruppen dasselbe. Und da wäre dann eigentlich die Schlussfolgerung, auch Patientinnen, jegliche Patientin mit einem nodal positiven Status nach Mastektomie würde von einer Radiotherapie profitieren. Man muss einfach ein bisschen einschränkend sagen, Sie haben gesehen, eingeschlossen wurden Patientinnen ab 1964, also das sind Patientinnen, wo natürlich bezüglich adjuvanter Therapie, adjuvanter Chemotherapie ganz andere Schemata erhalten haben als heute. Und zum Teil auch HER2 hat man noch gar nicht gekannt, Trastuzumab gab es auch noch nicht, also man muss vielleicht ein bisschen ein kleines in Klammer Fragezeichen setzen, ob diese Daten heute noch 1:1 übersetzen wären. Aber der Trend geht ganz klar in die Richtung, nodal positive Patientinnen nach Mastektomie profitieren von einer Radiotherapie. Und jetzt schließen wir den Kreis, wir haben am Morgen mit dem Screening begonnen. Wir enden mit dem Screen-Detected DCS, Take it or Leave it, zusammengestellt aus Holland. Unser Problem ist ja, dass wir mit dem Mammographie-Screening, was uns immer vorgeworfen wird, eine Overdiagnose und somit auch eine Overtherapie betreiben. Insbesondere, wenn wir das DCIS anschauen, das hat seit dem Mammographie-Screening zugenommen. Die invasiven Karzinome sind leider nicht zurückgegangen. Wir wissen, dass ein DCIS per se nicht lebensbedrohlich ist, das ist ein nicht obligater Vorläufer, wenn ein invasives Karzinom ist und dass es wahrscheinlich bei den DCIS-Läsionen gibt, die indolent sind, die langsam wachsen oder gar nicht wachsen und bei denen die Diagnose eine Überdiagnose darstellt und die Behandlung auch eine Übertherapie. Das Low-Grade-DCIS, wenn es denn weitergeht, entwickelt sich zu einem G1-Tumor, Östrogenrezeptor positiv, mit langsamem Wachstum. Und wenn man dieses invasive Karzinom bei einer aktiven Überwachung früh diagnostizieren würde, dann wäre es eigentlich gut behandelbar. Also stellt sich die Frage, muss jedes Low-Grade-DCIS wirklich operiert werden? Oder kann das auch bei einem niedrigen Risiko aktiv überwacht werden? Nach den ESMO-Guidelines sind wir heute da, dass wir sagen, eine lobuläre Neoplasie ist ein Risikofaktor für die Entwicklung eines invasiven Mammakarzinoms. Wir wissen es, multizentrisch, beidseits mit einer relativen Risiko von 5,4 bis 12. Und wir sind daher auch bei einer klassischen lobulären Neoplasie nicht gezwungen, operativ etwas zu machen, sondern die Patientinnen können entsprechend einer High-Risk-Situation überwacht werden. Und diese holländische Gruppe hat nun geplant, eine Studie, in der eben Low-Grade-DCS manifest nur durch Mikrokalk in der Mammographie, also keinen Ultraschallbefund, keinen Palpationsbefund, diagnostiziert durch eine Vakuumbiopsie, eben nicht operiert wird, sondern beobachtet wird, also in einer Randomisierung. Es ist soll ein Non-Inferiority-Trial sein, das heißt, es soll innerhalb von 5 Jahren nicht mehr als 6,5% ipsilaterale invasive Mammakarzinome geben, das wäre der primäre Endpoint. Die sekundären Endpoints wäre alles andere, was dann mit dem Mammakarzinom zusammenhält. Aber auch sekundäre Endpoints sollen auch sein, wie kommt das bei den Patientinnen an, also können sie mit dem leben, wie groß ist die Angst vor Brustkrebs, wie groß ist die Lebensqualität, Einbuße durch Angst, aber auch umgekehrt durch allfällige operative Therapien. Es sollen gut 1800 Frauen sein, über 49 Jahre,
jeglicher Menopausenstatus und eben dieses asymptomatische, reine Low-Grade-DCS. Man wird gespannt sein, ob man hier einen Schritt zurückgehen kann oder wird in Zukunft. Und was ich hier ein bisschen gemacht habe, das macht das Meeting eigentlich selber. Es gibt immer am Schlussnachmittag einen Vortrag, so Key Messages to take back to your practice on Monday morning. Jetzt in Glasgow hat das der Veranstalter aus Großbritannien gehalten. Ich habe die wichtigsten Punkte im Skript aufgelistet. Es ist zum Teil das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Und Sie können das gerne selber nachlesen. Vielen Dank.